Servus Leute, ich bin wieder zurück in Abu Dhabi und da unten haben wir einen geilen CLS 63 AMG Biturbo und jetzt schauen wir mal, wie viel Leistung das Ding hat. Jetzt gehen wir auf den Fußstand. Achso, komplett. Ich habe gedacht, ich habe viele Pokale, aber schaut mal da rein. Ja? Das ist ein Salah sein Zimmer. Der hat einige Pokale mehr. Schaut mal rein. Da sieht man natürlich, dass er schon ein paar Sachen gefahren ist. Ja? Hat eigentlich keinen Platz mehr für Pokale. Müssen wir fast schon in den Schrank holen. Was stehen noch welche? Also Salah, weiter so! So, der hier hat Basis 557 PS von 800 Newtonmeter. Jetzt sollte er knapp über 900 haben. Wie ihr seht, ist eigentlich fast nichts mehr Serie. Ja? Luftfilter gibt es hier vorne gar nicht mehr, wie in Serienzustand. Ja, die haben wir natürlich nach hier vorne versetzt, zwei große Pilzluftfilter. Ja, dann wird die Rohre gelegt nach innen, viel bessere Luft, viel kältere Luft. Dann haben wir eine Methanoleinspritzung, das brauchst du auch bei so einem Umbau. Ein AC-Cooler haben wir zusätzlich reingemacht, das heißt, das Wasser, was durch den Ladeluftkühler läuft, wird zusätzlich nochmal durch einen Kühler gekühlt, wo an die Klimaanlage angeschlossen ist. Das heißt, das Teil hier ist eigentlich immer kalt. Und das heiße Wasser, was vom Ladeluftkühler zurückkommt, fließt hier durch, wird abgekühlt. Somit haben wir nochmal um die 10 Grad niedrige Ansauglufttemperatur. Ja, was ist noch gemacht? Natürlich Turbolader. Der Motor ist komplett Serie. Ja, also wurde nichts gemacht. Turboladergetriebe wurde verstärkt. Und ja, das war's eigentlich. Auspuffanlage, klar, ohne Cuts. Und dann gucken wir jetzt mal, was das Baby drückt auf dem Prüfstand. Also, was ich jetzt erst sehe, schaut euch das mal an. Das Ding hat 192.000 Kilometer, das Auto. Ja? Und damit wir das richtig messen können, brauchen wir natürlich den Prüfstandsmodus. Dazu geht man Zündung Stufe 1, drückt den Hörer abnehmen und OK-Taste gleichzeitig. Dann entscheidet jetzt hier der Roller-Test. So, wenn ich jetzt das Auto starte, sind wir jetzt im Prüfstandsmodus und jetzt greift nichts ein. Freunde, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ja? Wir haben hier 976 PS, 1155 Newtonmeter, haben wir limitiert das Getriebe auf 1150, ein bisschen geht er drüber, das ist klar. Rotierende Masse 120 Kilo, ja? Korrektur nach EWG, wie sich es auch gehört. Und dann sehen wir hier bei 2800 Drehungen haben wir schon 1000 Newtonmeter anstehen und bis Drehzahl Ende. Hat er über 1100 Newtonmeter. Das Ding marschiert richtig gut. Das testen wir jetzt gleich mal auf der Straße, 100 auf 200, weil 0 auf 100 ist uninteressant, der kriegt die Leistung immer auf die Straße, aber die 100 auf 200 wird jetzt sehr spannend.